Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu, die neuen Hinweise 2, also die neuen Clues auf Englisch, The Ward. Und zu Deutsch, hier sieht man es halt komplett in Deutsch, Die Anstalt. Und ja, ich weiß, ich habe mich bei Scalaterra 2, Kuss des Todes, ein bisschen verquatscht, aber ich hoffe, ihr habt das Infobild mitbekommen, wo ich das Ganze nochmal berichtigt habe. Und ja, es geht weiter mit einem weiteren Wimmelbild-Abenteuer, wieder von Artifacts Mundi, den Machern auch von Enigmatis. Und dann würde ich mal sagen, nicht um den heißen Ball rumgeredet, es ist keine Sammeledition, also wird es wahrscheinlich hier auch keine Sammelobjekte geben. Und das Ganze ist natürlich neulich blind, weil das habe ich schon irgendwann mal gespielt. Keine Ahnung mehr wann, ist schon ein bisschen länger her. Und hier herrschen natürlich auch wieder die Hurri-Wimmelbild-Regeln. Und eine Sache will ich noch dazu sagen. Ich werde mich bald nicht mehr bei irgendeinem Rätsel, falls ich es mal überspringen sollte, falls es mir zu lang dauert oder ich es nicht mag, werde ich mich nicht mehr rechtfertigen. Das bitte einfach akzeptieren, oder man kann es akzeptieren, sagen wir so, man muss es nicht. Wenn man es natürlich nicht mag, wenn ich Rätsel überspringe, ist das völlig legitim. Aber ich habe die Schnauze voll, mich zu rechtfertigen, ganz einfach, Punkt. Und jetzt spielen wir auf den fortgeschrittenen Modus. 13. Juni 1954. Private investigators, what can I do for you? It's coming! He knows! Please, help us! Hi! New case, gear up. Oh, we're almost there. I've heard Mnemosyne Asylum is totally self-sufficient. This is where I traced that weird phone call we received. You get any leads on who might have placed it? I guess we're the only ones getting on the island rather than off it. Hope we make it indoors before the storm hits. Nein, wir wollen natürlich keine... Ja, ich will das überspringen. So. Gefestigt ist das Inventar schon. Ich bin auch wieder mit am Start. Hallo. Und wie gesagt, willkommen zu die neuen Hinweise 2, die Anstalt. Ich besitze auch die neuen Hinweise, das Geheimnis von Serpent Creek. Vielleicht ist das der erste Teil. Bin ich mir nicht sicher, habe mich jetzt auch nicht informiert. Wollte ich jetzt auch nicht. Der kommt natürlich auch noch dran. Keine Sorge, der Teil. Mehr habe ich, glaube ich, von den neuen Hinweisen nicht, außer noch, dass irgendwas mit der Notre Dame, das Geheimnis, das dunkle Geheimnis von Notre Dame, aber das, glaube ich, habe ich schon Let's Played. Aber dann, glaube ich, dann hört es auch schon auf mit den neuen Hinweisen, mehr habe ich dann auch nicht. Und wie ich schon in der letzten Folge von Scalaterra 2, Kuss des Todes, gesagt habe, momentan ist es mir finanziell nicht möglich, jeden Teil von einer Spielreihe zu kaufen. Nur damit ihr nochmal Bescheid wisst. So, aber jetzt genug Smalltalk. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. 13. Juli 1950. Der Name auf dem Grab kann ich aber nicht entziffern. Minimuse, die Personifizierung der Erinnerung. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, sorry. Mystische Göttin der Allwissenheit. Ziemlich heruntergekommen, aber ihre Form lässt sich immer noch erkennen. Was haben wir hier? Aufgrund extremer Umstände, die Mendomi Syni, was ist das für eine komische Name? Mnemo Syni Anstalt keine neue Patienten auf. Die Anstalt dürfte in rechtlich schlechten Zustand sein. Ja, wenn da schon so ein Zettel zu sehen ist. Okay, den Knopf wieder ranmachen, der ist anscheinend ein bisschen buggy. Yes, who is it? My colleague and I are private investigators. We'd like to speak to whoever's in charge around here. A private detective? One moment.
let's go. Sieht sehr schön aus auf jeden Fall. Eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Es gelingt mir nicht immer von dem Spiel selber Thumbnails zu machen, außer es wird irgendwie möglich sein, die Wallpaper zu speichern. Hier ist es leider nicht möglich. Deswegen habe ich ein Standard-Coverbild aus Google genommen. So. My name is Claudia Kreutz. I am in charge of this asylum. Why are you here? I received a distress call from someone in your asylum. That is extremely unlikely. Oh my. No! I bet a month's salary he's the one that phoned me. Kapitel 1. Okay, bin ich gerade überlegt gewesen, wie ich die Folge schon nenne. Ich werde sie jetzt ganz bestimmt nicht nennen, Kapitel 1 oder so. Gut, schauen wir uns mal das Ganze an, wir reden. You said it was unlikely someone from here needed help. Because it is true. Now one of your employees is dead. Professor Crow? Jonathan was my friend. I don't know what to say. Please, do your best and determine what happened. You must excuse me. I don't know what to think of all this. Neues Opfer, das Ziel. Haben wir auch sowas wie ein Tagebuch? Ziele? Warte mal. Genau so werde ich die erste Folge nennen. Der Anruf oder das Opfer? Eins von beiden. Ich glaube, wir werden die erste Folge nennen, der Anruf. Okay, wir haben hier so Personen, Seiten. Claudia Kreutz. Ich bin Claudia Kreutz begegnet, eine eiskalte Person. Ich mag sie nicht. Irgendwas geht hier vor. Hinweise haben wir noch keine. Und dann schauen wir uns mal den Toten an. Natürlich alles blutverschmiert, da können wir natürlich nichts machen. Er war auf jeden Fall ein Professor. Er hat eine Notiz in seinen Bag. Ich hab das verdient. Die Schmerzen, die Bestrafung. Okay. Dann haben wir noch einen Schlüssel. Ich sehe Dinge, die es nicht gibt. Ich glaube, Gordon... Es will uns alle holen. Also er glaubt einen gewissen Gordon. Sonst glaube ich, kann ich hier nichts mehr weiteres machen. What was Professor Crow's job? And who's Gordon? Professor Crow was our therapist. Gordon visited him once in a while. Something about night terrors. I need to take a look in Professor Crow's office. Second floor, left wing. Just don't be too naughty. Go check the professor's office. I'll take care of the body and alert the authorities. Okay, ich schaue mich aber trotzdem hier nochmal um. Okay, hier ist ein Bunkereingang und der Figur scheint eine Schaufel zu fehlen. Also ich muss nicht jedes Mal den Hinweis angeben, wenn es klar und deutlich zu sehen ist, Freunde. Ich lese gern alles für euch vor, keine Frage, aber nicht alles. Ouch! Darn, I'm so clumsy. I'm blind without my glasses. Can you help me find them? Ja klar. Glas wieder reinsetzen. Aber eingefallen müsst ihr mir leider mal geben. Ich muss die Musik ein bisschen. Machen wir es mal so. Weil sonst platzt mir die Trommelfelder weg. Ich habe mich schon mein Ohr hier freigelegt, weil es zu laut ist. So. Darn. I'm so clumsy. I'm blind without my glasses. Can you help me find them? Thank you. A wet floor can be treacherous. I heard someone scream. What happened? Professor Crow fell out a window. He didn't make it. Professor Crow is dead? Oh no.
I don't know what to say. Okay, sie ruht sich da aus. Du hast dein erstes Hinweissymbol gefunden. 9 Hinweissymbole sind im ganzen Spiel verborgen. Wenn du alle sammelst, schaltest du eine Errungenschaft frei. Eine Galerie mit deinen Errungenschaften kannst du über das Spielmenü anschauen. Okay, dann muss ich aber nur mal ganz kurz zurück. Vielleicht sehe ich hier auch sowas wie ein Fragezeichen. Also es sind jetzt keine indirekten Sammelobjekte, aber anscheinend gibt es hier welche. Ich schaue mich nur mal ganz grob mal um hier. Ich kann aber diesmal jetzt nicht versprechen, dass ich alle Fragezeichen finden werde. Nur mal ganz kurz hier rumgeschaut. Nö, also hier ist in der nahen Sicht, glaube ich, sind keine versteckt. Weiter zurück können wir sowieso nicht. Dann war das sowieso der erste Hinweis. So, wir schauen uns mal hier den Büro an. Im Brandfall weiß ich, wo ich einen Feuerlöscher finden kann. Und da steckt irgendwas in der Scheibe fest. Kaffee steht hier rum. An Claudia Kreuz. Aufgrund der unter unhaltbaren Umstände nach dem Brand der Anstalt, ich kann den Namen echt nicht mehr aussprechen hier, im Jahre 1950... müssen wir die Therapie unseres Vaters hiermit beenden. Eine dermaßen kostspielige Einrichtung sollte zumindest in der Lage sein, für Sicherheit und Wohlergehen ihrer Patienten zu sorgen. Das ist wenigstens eine schöne Handschrift, die ich auch lesen kann. Gut. Ein kleiner Aufzug, wo der wohl hinführt, zu den Patientenräumen, würde ich mal behaupten. Sogar zum Ostflügel. Kein Zeit für Sehenswürdigkeiten. Ja, dann gehen wir halt rauf. Weil hier kann ich wieso nichts mehr angucken. Professor Crow's office is upstairs to the left. Okay, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Ist hier irgendwo ein Fragezeichen? Ich schaue mich jetzt überall nach Fragezeichen um. Und die Gemälde einfach mal kurz betrachten. Das sind schon mal so kleine Easter Eggs zu dem ersten Teil, glaube ich. Nicht so die 9 Hinweise, das Geheimnis von Serpent Creek. Das machen die Artifacts Mundi-Leute immer sehr gerne, dass immer so Gemälde und dann sind das so Screenshots von, oder es gibt Skriptzeichnungen von den folgenden Spielen. The door is locked by Crow himself before his death or by someone else. Ja, dafür haben wir aber hier den Schlüssel. Und dann haben wir unser erstes Minispiel. Fahr mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus und nimm alle Zwischenziele mit, die nur einmal passiert werden können. Okay, dann müssen wir jetzt wieder gut überlegt handeln. Ich versuche jetzt mal den Weg erstmal. Okay, da haben wir schon einen Fehler gemacht. Ich kann ja resetten. Aber schaut mal her, wir hätten jetzt das hier jetzt leider übersehen. Könnte das richtig oder falsch sein? Nee, ich weiß wie. Wartet mal. Wir machen jetzt mal so. Wir machen erstmal die gerade Strecke. Dann gehen wir hier hin. Dahin. 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 Dann gehen wir hier rauf. Dann hier runter. Dann gehen wir, ja, ich glaube, wir haben den richtigen Weg schon erwischt jetzt gerade. Talentierte Errungenschaft. Gehen wir mal rein. This is more than a desperate person jumping out of a window. What happened here? Willkommen bei der Detektivmodus-Sequenz. Dein Ziel besteht darin, in 10 versteckte Spuren und Hinweise aufzuspüren. Der Mauszeiger blinkt, wenn du eine Spur schon sehr nahe bist. Nur im entspannten und fortgeschrittenen Modus. Keine Einleitung, dankeschön. Also überall, wo der Mauszeiger anfängt zu blinken, einfach klicken.
Wo schaut, sieht für mich noch was verdächtig aus. Ja, die Fußspuren hier noch. Und dann, somit legen wir auch ein Wimmelbild frei, wie ihr seht. Deine Aufgabe ist es, die Platten mit den Hinweisen in der richtigen Reihenfolge anzuordnen. Die Hintergründe helfen dir dabei. Okay, also sowas wie Puzzeln. Also das kommt zuerst. Das zuletzt. Mal kurz das hier wieder reinrasten lassen. Nee, das passt nicht. Nee. Einfach geduldig nachschauen, was passen könnte, was nicht. Dies ist ein Rückblick. Er zeigt dir die Vorfälle, die mit den Tatort gefundenen Hinweisen in Verbindung stehen. Crow was sitting in his armchair. He had a box with him. Something happened. The professor drops the box on the floor. Someone enters the room, leaving footprints. Crow grabs the telephone and throws it at the suspect, smashing the glass cabinet. He picks up his cane and takes a swing at the perp, but is overwhelmed. The cane smashes the glass table. The attacker comes closer and leaves deep cuts on the wall. Crow steps back. He throws a lamp between him and his opponent. Then, the professor falls out of the window. Was he pushed? The suspect approaches the couch and picks up the teddy bear? He rips off the toy's head and throws it near the armchair. Last, he cuts a name on the painting. Ginger. After leaving his message, the killer flees. This was no suicide. Why did the murderer write that name on the painting? Okay, Errungenschaft Jungspund. Alles klar, ich gebe dir gleich Jungspund. Okay, hinter dem Gemälde ist irgendetwas. Wir brauchen aber, glaube ich, was, um das Gemälde wegzumachen. Und in dem Bild ist irgendwas verborgen. Wenn ich das Bild beseitigen könnte. Okay, kann ich mir sonst noch was anschauen? Die Box vielleicht mal? It's some kind of message. Guilty? Ja, das hätten wir, glaube ich, jetzt nicht machen dürfen. Schaut mal, wir sind jetzt leicht benebelt. Seth Roscoff, Notizen. Patient seit 1949, hochintelligent, Pyromane, größenwahnsinnig. Okay. Gut. Dann haben wir einen Stein, dann können wir wahrscheinlich jetzt mal, müssen wir erstmal wieder raus. Ja, und dieses Ding hat mit uns was angestellt, auf jeden Fall. Weil wir bilden uns hier die ganze Zeit so einen Hohleofen ein. Okay, du hast deinen ersten Phantomgegenstand gefunden. Insgesamt 15 Phantomgegenstände lauern innerhalb der Anstaltsmauern. Wenn du alle findest, gibt es eine tolle Errungenschaft. Okay, es gibt doch eine Ja, okay. Gut. Dann gibt es anscheinend doch hier Sammelobjekte. Dann muss ich mich dafür entschuldigen. Weil das habe ich nicht wissen können. Du hast dein erstes Teil einer Art Stadtmodell gefunden. Wenn du alle Teile findest, die ganzen Anstalt verstreut sind, bringt eine Errungenschaft. Okay. Jonathan Crow, Doktor der Wissenschaften.
Verliehen von der Nationalen Psychologischen Akademie, 12. Juni 1930. Okay. Da müssen wir jetzt echt ein Auge aufhalten auf Sachen, die ihre Form verändern. Und auf diese Fragezeichen und diese Anstaltsfiguren. Professor, ich habe es gesehen, das Ding aus meinen Albträumen. Es will mich holen, ich muss mich verstecken. Ich muss verschwinden. Gordon. Der Typ redet wirr. Wäre es möglich, dass er was war, der Scrow aus dem Fenster gestoßen hat? Möglich wäre alles. So, dann haben wir hier ein Messer. Nur die Frage, was stellen wir mit dem Messer an? Gehen wir erstmal zu unserem Kollegen wieder. Go check the professor's office. I'll take care of the body and alert the authorities. Okay, mal kurz schauen, ob ich hier irgendwie ein Phantomobjekt sehe. Nö. Also muss ich was oben noch im Büro machen. Nur die Frage, ich habe ja jetzt ein Messer, ich kann ja das Gemälde jetzt wegschneiden. Okay, da fehlen mir sowieso noch so ein Baustein. Weil reinsetzen kann ich die, glaube ich, sowieso nicht. Da muss ich erstmal alles finden. That's Owen's phone number. Die Nummer von unserem Partner, okay. Da haben wir noch eine Akte, also ein Blatt. Gordon Leftley. Angestellter seit 1947. Wutausbrüche, Alkoholismissbrauch. Und Albträume. Okay, das ist dieser Gordon, von dem die ganze Zeit die Rede war in den Zettel. Okay, aber jetzt haben wir alle drei Steine. Jetzt können wir das nächste Rätselspiel spielen. Minispiel. Oder die Würfel so von links nach rechts an, dass jede Reihe eine kleine Geschichte erzählt. Aber diese Geschichte, meine Freunde, wie ich sehe, werden wir uns erstmal in der nächsten Folge anhören. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Und dran denken. Eigentlich muss ich es euch gar nicht sagen, das, was ich, das als nächstes kommt. Das habe ich euch ja schon quasi gerade am Anfang der Folge gesagt und am Ende der vorletzten Folge von Scala Terra 2. Also, bis dahin und gehabt euch wohl. Ciao, ciao.